Digitalisierung ist in meiner Vorstellung Zukunft. Digitalisierung ist in meiner Vorstellung Arbeitserleichterung. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr Zeit vor Ort mit unseren Patienten verbringen können und effektiver vor Ort sein können. Wir sind ein Pflegedienst. Ich sage immer Hochleistungspflegedienst, weil wir wirklich 24 Stunden auf der Straße sind am Tag. Wir versorgen fast 1000 Patienten und für uns ist das wichtig, dass die Patienten uns erreichen können, dass wir Notfälle abarbeiten können. Das ist lebenswichtig, sogar überlebenswichtig für die Patienten. Unser Telefon ist eigentlich unser ständiger Begleiter. Mit unserem Umzug in unser neues Gebäude war uns klar, hier müssen wir Geschwindigkeit reinkriegen. Und da haben wir bei der EWE nachgefragt und es wurden fast 400 Meter Straße aufgerissen, damit wir mit der Glasfasertechnologie zukünftig arbeiten können. Wir nutzen überwiegend Mobilgeräte von der EWE und haben eine Direktanbindung ans Glasfasernetzwerk von der EWE. Wir teilen uns unsere Leitung mit niemandem, Strom selbstverständlich, damit hier alles funktioniert und wir auch unsere E-Autos laden können. Und seit neuestem auch die Business Academy, das dient eher zu Schulungszwecken. Als wir das Angebot von der EWE damals bekommen haben, haben wir nicht nur Schulungen im Kopf gehabt, sondern tatsächlich auch Einarbeitung von Mitarbeitern. Auf den ersten Blick sieht man das vielleicht gar nicht, aber bei uns läuft ganz schön viel übers Internet. Die Erfassung der Daten bei den Patienten, unsere Telefonie im gesamten Hause, also wenn wir übers vermeintliche Festnetz angerufen werden, dann klingelt kein normales Telefon, sondern wir telefonieren übers Internet. Das heißt, wir können jetzt mit Headsets hier durch unseren Tower laufen, können telefonieren. Jeder Mitarbeiter hat eine eigene Telefonnummer bekommen. Das ist toll. Also davon bin ich begeistert. Wir haben hier hochsensible Patientendaten, wir haben hochsensible Gesundheitsdaten unserer Patienten und uns ist wichtig, dass wir auch im Zuge der Digitalisierung da einen Panzerschrank haben, um die Daten zu schützen. Wenn Daten, vereinfacht gesagt, aus dem Internet zu uns rein möchten in unser Netzwerk, dann läuft das erstmal durch diese von der EWE gemanagte Firewall. Wenn die da durch ist, dann wird es über das MPLS auf unsere 6 Standorte versendet. Und egal wo es ankommt, da wird es dann nochmal überprüft, ob es sich vielleicht um dubiose Inhalte handeln könnte oder um schädliche Software. Wir sind nicht nur innovativ, sondern wir wollen auch die Umwelt schonen. Das ist für uns ein ganz, ganz großer Aspekt, Ressourcen einzusparen. Und da ist das ganz, ganz große Ziel, ein papierloses Büro. Eins der wichtigsten Arbeitsgeräte, mit dem wir zu tun haben, ist tatsächlich das Tablet, weil es uns auf direkten Wege ermöglicht, Leistungen am Patienten zu ersehen, zu erfassen und eventuell auch Veränderungen direkt zu dokumentieren, damit sie dann auch zeitgleich im Büro bei den Kollegen direkt parat sind, um da einfach die Arbeitswege zu verkürzen. Aus meiner Sicht ist damit viel Zeit gewonnen, die wir am Ende sehr viel wertvoller am Patienten einsetzen können. Was mich so begeistert an der EWE ist, dass sie auch innovativ sind, so wie wir, dass sie wirklich die Digitalisierung nach vorne bringen, dass sie Produkte auf den Markt gebracht haben, die tatsächlich auch uns als Pflegeeinrichtung helfen. Also das Gefühl ist, es ist auf unseren Betrieb zugeschnitten. Wahrscheinlich ist es auch für viele andere Betriebe zugeschnitten. Aber wenn man den Weg der Digitalisierung gehen will, dann sollte man den mit der EWE gehen, weil die verstehen ihr Handwerk.